Für unsere gefüllten Weinblätter brauchen wir natürlich Weinblätter. Die gibt es im türkischen Supermarkt zu kaufen. Dann brauchen wir einen Bund Petersilie, Tomatenmark, Butter. Dann haben wir hier zwei Tomaten, die habe ich schon geschält. Zwei Zwiebeln. Dann haben wir Reis, eine Zitrone, etwas Öl. Dann haben wir als Gewürz Pfeffer, Salz, Chili, Paprika edelsüß und Thymian und natürlich unser Hackfleisch. Kommen wir zur Zubereitung. So, anfangen werde ich mit den Zwiebeln. Die werden klein gehackt. Weiter geht's mit den Tomaten. So, jetzt geht's weiter mit der Petersilie. Die werden wir auch klein hacken. So, die Petersilie ist jetzt auch klein gehackt. So, jetzt kommen all unsere Zutaten rein. Das Hackfleisch, dann der Reis, die Tomaten und die Zwiebeln, die wir vorher geschnitten hatten. So, alles rein. Jetzt kommt noch die Petersilie noch drauf. Das Öl, unsere Gewürze und das Tomatenmark. So, das Ganze wird jetzt vermischt und zwar gründlich. So, ich habe das Ganze jetzt circa 5 Minuten durchgerührt und jetzt ist es fertig. Das Ganze kommt jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, damit das noch etwas durchziehen kann. Und dann sehen wir uns gleich. So, die Hackfleischmasse ist jetzt eine halbe Stunde durchgezogen und jetzt kann man anfangen mit dem Rollen. Und zwar geht das ganz einfach. Ich nehme mir meistens immer so zwei, drei Stück, damit es schneller geht. Wow, bei dem mache ich mal zwei. Dann nehmt ihr euch ein bisschen und dann verteilt ihr das unten am Stiel. Und dann klappt ihr die unteren etwas weiter runter, direkt am Stiel am besten, so etwas weiter runter. Dann klappt ihr die unteren von den Blättern, also von den Weinblättern nach oben und dann die Seiten rüberklappen und einfach rollen und festrollen und einmal so rüber und fertig. So, das Ganze macht ihr so lange, bis die Hackfleischmasse alle ist. Bis gleich. So, meine Hackfleischmasse ist fast aufgebraucht. So, ich denke mir mal, für die letzten vier wird es noch reichen.
So, jetzt habe ich mir hier einen Topf organisiert. Mit den restlichen Weinblättern werde ich jetzt den Boden bedecken. Die Weinblätter jetzt lege ich jetzt hier rein, damit die gewickelten Weinblätter nicht anbrennen. Deswegen machen wir das Ganze. Das ist auch sehr wichtig. Nicht vergessen. So, jetzt haben wir alles abgedeckt. So, hier kann auch noch eins hin. So, das ist ausreichend. Jetzt werden wir die gewickelten Weinblätter positionieren. Und zwar schön dicht. So, die erste Schicht Weinblätter habe ich jetzt schon verlegt. Jetzt haben wir hier Zitronen noch in Scheiben geschnitten und die kommen jetzt auch noch mit drauf. Ich mache meistens immer 4 Stück pro Reihe. Das ist vollkommen ausreichend. Wer es nicht mag, der lässt es sein. So, und jetzt geht es mit der zweiten Reihe weiter. So, die zweite Reihe ist fertig. Jetzt machen wir wieder ein paar Zitronen drauf. Und weiter geht's mit der dritten Reihe. So, für eine vierte Reihe wird es wahrscheinlich nicht reichen, deswegen habe ich sie jetzt so hingelegt. Jetzt geht es mit der Butter weiter. Die schneiden wir in kleine Streifen. Und verteilen das Ganze auf den Weinblättern. So, jetzt kommt das Wasser. Da kann ich keine Mengenangaben machen. Ich sage euch aber, worauf ihr achten müsst. Und zwar schnell und langsam. So. Also die oberste Schicht. Das Wasser darf nicht weiter hochkommen als wie die oberste Schicht. Also etwas unter der obersten Schicht und das ist vollkommen ausreichend. So, jetzt braucht er noch einen Teller, der in den Topf reinpasst. Der ist zum Beschweren, damit die Weinblätter nicht nach oben schwimmen. Wenn ihr merkt, das Wasser ist zu viel, wie es bei mir jetzt ist, dann etwas abgießen bitte. So, jetzt ist es perfekt. Das Wasser sollte nicht drauf schwimmen. Es sollte leicht zu sehen sein. Das reicht vollkommen aus. Jetzt kommt das Ganze auf den Herd, bis es anfängt zu kochen. Und dann reduzieren wir die Temperatur. Ungefähr 30 bis 40 Minuten, denke ich mir mal, wird es dauern. So, jetzt habe ich den Topf auf den Herd gestellt.
Und wir warten jetzt, bis es anfängt zu kochen und dann sehen wir uns gleich. So, das Ganze fängt jetzt an zu kochen. Wir reduzieren jetzt die Temperatur und lassen es circa 30 bis 40 Minuten köcheln. So, wir kontrollieren nochmal unsere Weinblätter. Das sieht ganz gut aus. So, unsere Weinblätter, unsere gefüllten Weinblätter sind jetzt fertig. Wir nehmen mal den Teller runter. Aber Vorsicht, der ist völlig heiß. Ich habe schon runtergedreht. So, unsere gefüllten Weinblätter sind jetzt fertig. Und wie können Sie jetzt servieren? So kann man das Ganze servieren. Gefüllte Weinblätter mit Joghurt. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.